Jetzt haben wir in der Hexenküche des Teufels. Ja. Wahnsinn. Schwefel pur. Ja. Aber mit der Zeit riecht das gar nicht mehr so stark. Was hier brodelt und kocht, ist nicht der Vesuv. Mein Guide Robert hat mich zu einem außergewöhnlichen Campingplatz mit Vulkananschluss geführt. Hier sind wir jetzt in Solfatara. Eine halbe Autostunde westlich von Neapel befindet sich mitten im Wohngebiet von Pozzuoli eine faszinierende Mondlandschaft. Wir sind hier mitten im bewohnten Gebiet. Da drüben haben wir am Kraterrand die Häuser, wo Leute wohnen. Und auf der anderen Seite haben wir die heißen Quellen. Hier haben wir jetzt den Teil, wo man auch ein bisschen Wellness machen kann. Ja, oh, das ist aber ganz schön heiß hier. Ein Abstecher in Städtchen Pozzuoli ist wegen einer zweiten Attraktion empfehlenswert. Das Amphitheater von Pozzuoli ist eines der besterhaltensten. Wir sind hier in den Keller geschossen. Das hier waren zum Teil die Gefängnisse, die Zellen für die Tiere, für die Gladiatoren, für die Gefangenen. Hier oben sieht man einen Stein. Da lag dann eine hölzerne Konstruktion für den zweiten Stock drinnen. Ein Muss jeder Kampagnenreise ist natürlich die Amalfi-Küste. Das Dahinschlängeln auf der Küstenstraße ist genauso ein Erlebnis wie das Dahintuckern auf einem der Ausflugsboote. Den Besuch der Grotta dello Smeraldo können Sie sich aber sparen. Es gibt größere Höhlen. Darüber kann auch der aufdringliche Schmäh des Bootsführers nicht hinwegtäuschen. Don't forget tips for Captain, thank you. Und die Unterwasserkrippe wohl auch nicht. It's a miracle, looky, looky. Amen. Ein anderes Kaliber ist ja schon die berühmte Ruinenstadt Pompeji. Das Besondere an Pompeji, neben seiner Größe, ist die Tatsache, dass man hier Opfer des Vulkanausbruchs von 79 nach Christus plastifiziert sieht. Weniger makaber ist das Haus der Wölfinnen. Das hier ist das Haus der Freuden. Man könnte es mit einem modernen Laufhaus vergleichen. Wir haben hier links und rechts die kleinen Kämmerchen mit Betten und darüber war zu sehen, was die Dame anbietet. Angeboten wird das Pompeji-Ticket übrigens auch in Kombination mit Herculaneum. Und auch diese weit weniger bekannte Ruinenstadt sollte man sich nicht entgehen lassen. Das Besondere an Herculaneum ist, nachdem es anders verschüttet wurde, sind dort die Häuser selbst mit Dach- und Holzkonstruktion noch erhalten. Das Holz, das man hier sieht, ist original, verkohlt 79 nach Christus. Da schau, wie gut dieses Bild und auch hier herüben dieses erhalten ist. Natürlich sollte man auch Capri nicht auslassen, die Insel der Reichen und Schönen. Sehr touristisch, aber nett. Den schönsten Ausblick gibt's für einen Euro im Garten des Kaisers Augustus. Dieser Blick ist mehr als einen Euro wert. Auch der Besuch der Oberstadt, Anna Capri, zahlt sich aus. Viele wollen die Villa San Michele sehen, wo einst der schwedische Arzt Axel Munthe lebte. Ich empfehle Ihnen, in der Kirche San Michele die Wendeltreppe hinaufzusteigen. Vom Chor aus können Sie dieses Mosaik am besten bewundern. Nicht nur Gartenfreunden empfehle ich einen Besuch des Schlosses Caserta. In dem gigantischen Palast kann man unzählige Baustile und etwa kuriose königliche Spielzeuge bewundern. Und der kunstvoll gestaltete Garten weckt heimatliche Gefühle. Da schaut es aus wie im Waldviertel. Ausgangspunkt meiner Tagestouren durch Kampanien war das Städtchen Castellammare, etwa 40 Kilometer südlich von Neapel. Von hier sind alle Highlights der Region sehr gut erreichbar und man erspart sich den täglichen Verkehrsstau. Eine nette Unterkunft ist zum Beispiel das Hotel Stabia. Highlight ist hier der nette Service, Buon appetito. Das gute Essen und vor allem die Terrasse mit wunderbarem Blick auf den Golf von Neapel. Der Ausblick hat was. In der Provinzhauptstadt Neapel möchte ich Ihnen Süßes und Saures näher bringen. In der Galleria Umberto gibt's köstliche Kalorienbomben. Hier gibt's die berühmten Süßigkeiten.
Herrlichkeiten von Neapel. Die Sfogliatelli, erfunden von Nonnen, und die Papa, die übrigens auch von Nonnen erfunden worden sein soll und die mit Rom verbessert werden. Saures hat mir dagegen die schöne Fortuna in der Villa San Carlo gegeben. Sorbet aus der Zitronenart Cedri. Das sind das große Zitronen. Versüßt wurde das Saure mit neapolitanischer Stimmgewalt in der Fußgängerzone. Signori, grazie!